Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. In der letzten Folge, was in der letzten Folge alles passiert, viel zu viel, sind wir zum Kaja Außenposten gelaufen und uns wurde gesagt, yo, du musst da und da lang. Dann sind wir 1800 weitergelaufen, haben 1000 verschiedene neue Gegner gesehen, eine Achterbahn und einen Cursed-Turm, der links ungefähr hier ist, hinter diesen Häusern. Entschuldigung, vor uns. Er ist riesig. Und ist der Wahnsinn. Hier reden zu viele Leute. Genau. Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet. Und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Also, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch gerne an. Ist in der Playlist drin. Einfach die Folge davor. Nicht jetzt. Obviously. Wir müssen ihm ein bisschen hinterher, wir möchten nämlich zu Olins Haus, weil Olin war ja, hat ja denselben Fokus wie die Mörder oder halt die Angreifer bei der Erprobung damals. Und natürlich durchsuchen wir jetzt sein Haus. Okay. Klopf, klopf. Oder so. So gehe ich auch immer bei meinen Jungs rein. Bam. Subtil. Da sind sie. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Okay. Außer auf dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindung. Na, ich mach nichts kaputt. Kein Problem. Ich hatte nicht vor, was kaputt zu machen. Aktivieren durch V. Ja, mittleres Mausrad. Der ist sehr dürr, der Mann. Familienporträt. Das gucke ich mir doch ja mal hier gerne an. Oh lol. Gewebter Stoff mit Ocker und Insektenpigment bemalt zeigt eine Family. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Nein, das ist überhaupt nicht Sass hier im Gefängnis zu haben. Okay, die kann ich nicht aufmachen. Kein Problem. Bam, 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 bam. Kann man rein. Und das ist sehr auffällig. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Lol, das habe ich gar nicht gesehen. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Auch zu Hause ihr nicht? Wir werden sehen. Osseram-Luken? Sehr cool. Das sind die Leute von Skywalker. Ja, von Luke. Luke. Der war schlecht. Lass ja. Gut sein, Mädchen. Du verschwendest deine Zeit. Auf keinen Fall. Ich finde jetzt hier das Pizza Pazza Funnyland. Schließlich ist da eine Achterbahn auf seinem Haus. Im Feuer. Nein. Ich frag mich halt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier irgendetwas hier oben ist? Weil das ist halt schon... Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Nur ja, schieben wir den doch mal runter. Ja, das dachte ich mir jetzt. Ehren steht da und denkt du sich so. Weißt, dass nichts kaputt geht, kein Problem. Oder? Ich liebe dieses Game. Ich sterbe, wenn ich da runterspringe. Ich habe sowieso schon less Heilung.
So. Deine ist nichts kaputt gegangen. Das sah vorher auch schon. Bist du jetzt da runter? Herr Hansen? Irrend? Was ist das denn? Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Familie in der Sonne verdorren. Deswegen ist er da dabei, weil ihm der, die haben ihre, seine Familie, seine Familie entführt. Ja, ich verstehe. Mann. Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Prediction ist einfach true. Jetzt spiel mir das nicht nochmal ab, danke. Hier ist nicht... Olens Tagebuch. Olen hat Tagebuch geführt. Olen? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller... Liebes Tagebuch. Kein Zweifel mehr. Heute habe ich Olen zwei Stücken Pizza gegessen. Nee, sie nimmt es einfach mit. Drücke ab. Ich weiß nicht. Vielleicht Enter. Lol, die Stadt ist hier sogar richtig auf. Oh mein Gott, schaut mal, was wir hier erkundet haben, alles. Und wie episch und cool das. Oh mein Gott. Soll ich drücken? Tab. Oh, wir haben neue Fertigkeiten. Eine längere Dauer von Concentration. Na, ich hasse es zu reiten. Ich weiß aber nicht, ob das Reiten noch wichtig ist. Deswegen lasse ich mir das mal noch offen. Erlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwerts. Also, dann kann ich das selber machen. Verstehe ich das richtig? Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihrer Metallscherben. Verkauf die lieber. Oh mein Gott, verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Ist gekauft. Ja, und dann das noch. Komm, dann haben wir nichts mehr. Und hier ist auch nichts. Außerehrend. Und Uturu-Pilger. Ja, ich gehe da mal Moment wieder. Moment mal. Was ist denn jetzt? Gibt es hier Beweise oder nicht? Theoretisch. Hier ist noch was. Das war, das konnte ich gerade eben nicht scannen. Eine Karte. Aber von was? Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Ist mir schon klar, aber was... Irrend! Was heißt das? Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen. Es geht um seine Fam. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er... zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren. Über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. Was ist eigentlich mit unserem Fokus? So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin. Ja, ich glaube, so war es. Jo, ich muss los, ja? Da ich jetzt bin noch ein bisschen Achterbahn ist, fahren. Sollte ich weiterziehen. Letzte Folge haben wir eine Achterbahn entdeckt, ja? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Ist das jetzt gerade for real sein Ernst? Dass das seine einzigste Aufgabe ist, jetzt herauszufinden, wer seine Schwester getötet hat? Warum sind hier Dropped Frames? Mal ganz kurz in die Stellung gehen.
Ich weiß nicht mehr, wir werden hier Frame-Drops angezeigt. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Aber wir kommen trotzdem. Natürlich kommen wir, hä? Ich brauche den Fokus. Nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Also, ich hätte jetzt gesagt, ja? Logische Schlussfolgerung. Bestimmt was auf der Karte markiert. Ach ja, finde Olin bei der Ausgrabungsstelle. Kein Problem. Ich will jetzt ein bisschen hier frei, free-roaming rumlaufen und mich des Lebens freuen. Habt ihr mal diese 1000 Schritte? Ja, kein Problem, komm. Mein Angebot wird dich überzeugen. Versprochen. Du solltest deine Vorräte aufstocken. Na gut, was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Er verkauft einfach nur Schatzkisten. Die sind mir viel zu sus, du. Karte wäre halt cool zu kaufen. Nee. Nee. Jetzt Tag noch. Geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Nee. Bevor ich mir da jetzt eine Karte kaufe, erkunde ich lieber selber. Ich bin auch kompetent. Könnte passen. So. Komm doch mal her. Nee, ich komme. Ich will zu diesem Turm jetzt hin und ich will wissen, wo ich diese Achterbahn gesehen habe. Ja, einfach ein fliegendes Lagerfeuer. Ey, wir sind hier in Caesars Palast. Hier wohnt der Kaiser von Konstantinopel. Also von Istanbul. Zerstört Dörfer und verschwindet wieder in den Hügeln. In der Achterbahn. Die war doch hier Das ist ein Fahrstuhl? Ja klar. Ach so, halt, das spielt ja 1000 Jahre in der Zukunft. Ja, mein Bogen hätte ich. Falls Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Nehme ich mit. Vielen Dank. Hier, ich drücke W, seht ihr das? Ich drücke W. Also entweder liegt das am Game oder meine W-Taste. Gut. Und das bei der Tastatur, ich sag's euch, ich verklag Corsa. Die Tastatur war teuer genug, dass da jetzt hier was nicht funktionieren könnte. Ey, das sieht halt einfach so schön aus. Die lassen hier Drachen steigen. Ich will die abschießen. Nein. Wie cool. Aber prinzipiell müssen wir jetzt halt auch straight forward gehen. Ja, uns fehlen halt noch ein paar Scherben. Was haben wir denn eigentlich im Inventar? Okay. Wir haben eine Schatzkiste einfach random im Inventar? Ganz kurz. Ich kann das ja nicht verkaufen. Wir brauchen niemals so viele Stöcke und die nehmen ultra viel Platz weg. Ich weiß. Ich warte mal noch mit Verkaufen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen straight forward weiter. Ich schneide ab sofort keine langen Wege mehr raus, weil man halt so viel erkunden kann. Das finde ich halt super. Hier laggt es total, ich weiß auch warum. Ist das da? Die Welt. Wo war diese Achterbahn aus der letzten Folge? Man, ich will damit noch rumdüsen können.
Ich hab hier Vorhang. Geh mal aus dem Weg. Oh, da ist. Hier liegen überall Schatzkisten rum oder Kisten allgemein. Wo nehme ich mit? Jetzt stellt euch vor, hier gibt's so einen Dulli. Du kannst hier safe runterspringen. Ja, ich glaube, man stirbt, oder? Stirbt man instant, wenn man hier runterfällt? Sieht halt schon so aus, gell? Wir hatten bis jetzt noch keinen Tod im Let's Play. Es war schon häufiger knapp, ja. Aber noch sind wir eigentlich ganz gut dabei und das freut mich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ernsthaft, du bist nicht... Natürlich bist du... Okay, dann halt nicht. Einen wunderschönen guten Tag. Ich kann bei Ihnen aber leider nichts kaufen. Oh, jetzt geht's für uns da oben weiter. Aber ich will doch zu dem Turm. Ach komm. Ich hoffe, man kommt noch zu dem Turm. Endlich mal wieder speichern. Ich hoffe, man kommt zu dem Turm. Einfach aus dem simplen Grund. Will wissen, was da drin ist. Und der sei storyrelevant. Mehr weiß ich auch nicht. Das wurde mir einfach in der letzten Folge zugeflüstert. Dass ich nicht erfahren darf, was in diesem Tower ist. Weil das storyrelevant ist. Dann mache ich mir als professioneller Gamer natürlich gleich Sorgen. Der Turm stürzt ein und alle drin sterben. Bitte lass doch hier mal ein paar Gegner sein, hätte ich Lust drauf. Bin zwar nicht dafür, jede Folge zu kämpfen, aber ein paar Mal geht schon. Wir haben einfach eine neue Siedlung entdeckt. Lol, wie viel einfach... Lol, wir haben ja auch noch... Wobei, wir haben nicht mehr so viel zu entdecken, wie ich dachte. Großteil hier haben wir schon. Also auf jeden Fall, wir werden alles entdecken, ich sag's euch. Wenn wir dieses Spiel verlassen, gibt es die 100%-Karte. Eine tolle Show. Gut, ich glaube, wenn es jetzt nochmal so ein Ding gibt, weiß ich nicht. Ich rede noch kurz mit ihm hier. Okay, die W-Taste funktioniert verzögert bei dem Game. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ja, wer wohl? Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohlen hier im Steinbruch. Ja, ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft? Ja, bestimmt. Mit dem Sonnenpriester, der sich in eine Hut auf Stein. Wir werden auf keinen Fall alle Quests in diesem Game machen. Das sieht aus irgendwie wie Atom. Uran oder so. Nein, schieß doch nicht. Ich bin gegen die Tastatur gekommen. Ich finde nur, damit kann man so zoomen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich werde auf jeden Fall noch die Dauer davon erhöhen. Aber jetzt haben wir erstmal mehr Medizinbeutel. Seht ihr auch oben, da haben wir jetzt 2 Plusse. Laufe ich hier richtig? Ah, ich nehme den normalen Weg. Ich will jetzt keinen Schaden kassieren. Weil wir haben einfach nichts im Inventar. Wir sind einfach instant tot, wenn wir tot sind. Was denn? Ich schaue mich jetzt nicht im Steinbruch um. Klar, wenn das Let's Play vorbei ist, werde ich auf jeden Fall noch ein paar Quests machen, weil das Spiel bockt einfach. Nur es ist halt irgendwie, weiß nicht warum, immer für mich eine große Überwindung, anzufangen, das Spiel aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Das Spiel macht Spaß. Das beste Spiel, was ich je gespielt habe an Open World. Was haben wir hier für ein... Oh, ich weiß nicht mal, was du bist. Oh, kein Problem. Ey, der ist doch tot. Nee. Er hat mich gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Wächterlinse. Eine Sägezahnlinse. Die würde ich mich auch kümmern. Erstmal heilen. Wir müssen sogar hier durch. Okay. Ja, ich gucke immer schön. Was? Was hat uns jetzt so viel Heilung gegeben? Doof. Wir haben auf einmal wieder voll Heilung. Hier ist sogar so ein Mühlenrad und so. Das ist richtig cool gemacht. Immer wenn man hier sammeln muss, habe ich ein ganz unjutes Gefühl. Wir haben auch noch hier diese Stufe. Das Stufe 20 Areal ist weg. Was sind das für Gegner? Mein Gott, da sind Es gibt Krokodile? Leute, es gibt noch so viel zu erkunden in dem Game, ich sag's euch.
hoffe, das Game ist schön lang. Ich hoffe nicht, dass es jetzt bald vorbei ist. Ist es bald vorbei? Wie lange geht... Hallo? 100% Heini? Okay, der hört mich nicht. Das ist ein Strauch. Langbein! Ah, Langbein. Der kann fliegen? Oh mein Gott. Ey, hallo, roll doch. Wenn ich rollen drück, sollst du rollen. Ey, was ist denn mit dem los? Der Sieg ist frei. Halt doch kurz mal an. Was ist das denn jetzt? Hättest du einen Moment, bitte? Bitte halte doch mal kurz an. Wer redet denn mit mir? Bitte, Nora. Können wir kurz reden? Ey, ich will mit dir reden, aber du nicht mit mir, so wie es scheint. Ja, ich gehe dann weiter. Tschüss. Oh mein Gott, die Gegner werden ja total stark, je weiter man kommt. Da hinten ist ein Dingsareal. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Läuferareal. Ich hätte aber ganz gern ein Dingsareal. Die Achterbahn! Leute. Die Achterbahn. Leute, die Achterbahn. Die irgendwie jetzt nicht mehr aussieht wie eine Achterbahn. Wieso höre ich Gegner? Ach, der scannt wieder hier. Yo. Ist nicht im Ernst, dass du mir hier irgendwas könntest. Yo, ich kann hier im Wasser nicht kämpfen. Okay, gucken. Der darf uns nicht sehen da oben. Der uns zieht es vorbei. Weiß ja nicht, was es hat. Auf jeden Fall ist er gleich down. Nein, was? Nein! Hallo! Ey, ich krieg gar nichts hin. Ernsthaft? Ich krieg grad gar nichts hin. Heilen. Okay, wir haben noch einen vollen Heilbeutel. Das ist so ein Sandsturm. Was ist denn hier los? Ich hätte trotzdem bitte gern wieder etwas Heilung. Das wäre schon freundlich. Schön, dass ich bis jetzt noch nichts schneiden musste. Das gefällt mir. Gib Heilung. Mir egal, was du... Ich will Heilung. Egal, was für Heilung. Könnte nützlich sein. Aber ganz schön bitter. Die Heilung, bitte. Ein Lagerfeuer. Das gibt mir immer ein mulmiges Gefühl. Ich weiß auch nicht. Ich will in die... Leute, wir sind jetzt einfach wirklich auf dem Weg in diesen Freizeitpark. Und wir sind leider auch schon bald am Ende der Folge in 10 Minuten. Ich hab Sand in der Kehle. Oh, es brennt. Oh, hier ist ein Sandsturm. Macht mir das allgemein Schaden? Bitte nicht. Oh, und weil es hier so viele Items gibt. Was ist, sind das für Gegner? Ach, Verwüsterer K. Schönen Tag noch. Muss, ja, weiter. Deren Schwäche ist Elektrizität. Wow, weil ich jetzt auch extra immer gucke, was der Gegner für Werte hat, oder? Ich will kämpfen und nicht scannen. Da ist immer gut zu wissen, wo der Gegner die Schwachstelle hat, aber trotzdem. Leute, das ist einfach eine Achterbahn. Seid ihr gut? Oh, ihr scheint nicht gut zu sein. Ja, ist mir auch relativ egal. Ihr scheint tot zu sein. Und ein bisschen sass, hätte ich jetzt gesagt. Stufe 13 erreicht. Sehr schön. Oh, ich finde das doof, dass ich immer... Maximale Gesundheit ist um 10 gestiegen, fühle ich. Hey, wo muss ich... Oh, perfekt. Nein! Ich will zu der... Ist die Achterbahn... Ey, wo ist denn diese blöde Achterbahn?
10.000 Sachen erkundet. Da ist ein Vogelgebiet. Ist die Achterbahn wirklich da drüben? Den Gegner. Ach, ein verdorbener Wächter. Jo, schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Beehren Sie uns bald wieder. Was ist denn mit denen los? Hier sind so viele Gegner. Es gibt Gesundheit. Das ist schön. Oh, das noch. Das oh. Kann ich bestimmt bei dir. Oh, ich habe ja noch eine Leiste. Oh, wie cool. Was ist das? Einfach eine random Chest. Oh, sind wir jetzt wieder im Steinbruch? Oh, ich habe genug. Stimmt, es gibt auch noch Heiltränke. Oh, ich soll hier lang. Das scheint keine Achterbahn. Okay. Das ist, was hier abgeht. Olin. There you are, man. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger auf keinen Fall wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Also fühlen tue ich das jetzt nicht, dass die einfach wieder leben können. Nein! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Da bin ich mir jetzt aber sehr unsicher. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht ihr alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Was? Nö. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt an... Wer ist da? Ich hab mir jetzt ein Zeitlimit. Oder nicht? Das Nora-Mädchen lebt. Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Oh! Ist kein Problem. Sie ist da entlang. Kein Problem. Ich frag mich, wie das gehen soll. Halt dich da doch fest! Stopp. Wie mache ich das schnell, Inventar? Ich will die nicht entfernen. Ich will das benutzen. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Steuerung. Wie heißt das? Tastenbelegung. Schnellzugriff, oder? Auf 1, 2, 3. Super. Das wollte ich nicht. Oh, hier kann ich mich verstecken. Das ist schön, aber wie kriege ich denn unten das? Auf was liegt das? Ja, auf F. Toll. Auf F. Oh Mann. Jetzt muss ich hier kurz... Oh. Tastenbelegung. So. Spiel hier. Z und X. Stimmt das? Ja.
Ah, ich bin voll, okay. Da können die Feuerwerk schießen. Ich werde hier sterben. Aber ich kann ihn ja so ein bisschen hier abcampen. Ey, wie viele Hits der auch tankt! Ja, ich brenne. Cool! Ey, ganz im Ernst, ich nehme jetzt meine Feuerpfeile. Geh weg, 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 weg. Ist ja auch nicht so, dass der mega OP ist oder so, gell? Ja, kein Problem. Ist der down? Nicht dein Ernst, dass der down ist. For real jetzt? Das... Ja, klar trifft er mich von hier hin. Nein, geh weg! Ey, Leute, Leute, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ey, es ist gerade so stressig. Ich nehme jetzt mal meine normalen Pfeile. Ja, und dann kommt wieder so einer, den ich 10 Stunden bekämpfen muss, weil er einfach ultimativ viel zu stark für dieses Spiel ist. Mann, ich hab den doch Ey, so macht das auch null Sinn. Da hinten steht einfach einer, der sich gerade weggeduckt hat. Ey, nee. Wir überleben das hier safe nicht. Ey, wie denn? Klar weicht er genau in dem Moment aus. Ja, also. Hatte ich vor, mich zu heilen. Danke. Natürlich treffe ich den. Der kriegt gar keinen Schaden. Ich habe ihn jetzt schon 100 Mal getroffen. Der kriegt einfach keinen Schaden. Was ist denn da los? Ich bin doch gesprungen. Weich aus, dass er mich nicht sieht. Ey, was ist denn los mit dem? Der ist unbesiegbar. Ihr könnt mal bitte die Minute... Ich muss doch in dieser Folge schneiden.
Klar, roll dich weg. Ey. Ach, da steht er ja. Ach, und jetzt sitzt auf einmal wieder zwei. Jo, tschüss. Weiß nicht, wo ich hier wieder... Ich komme hier nicht mehr hoch. Nicht dein Ernst, oder? Wie viele gibt's denn von denen? Hallo? Ich beende gleich das Spiel. Ja, mach mir halt Schaden. Ist mir egal. Ich habe kein Problem damit, den Schwierigkeitsgrad auf ultra easy zu stellen. Ach man, der ist doch tot. Hey, ich habe den jetzt schon tausendmal. Ja, Olin kämpft jetzt auf einmal mit uns mit und der springt mich an. Sag's euch, das ist das letzte Mal, dass ich diese Spiele, wenn das so. Hab ich schon erwähnt, dass ich gleich tot bin? Hallo! Ey, sie greift auch einfach nicht an. Ich kann nicht wegrennen. Ey, wenn ich versuche wegzurennen, die springen dir hinterher. Und dann sind es vor allen Dingen... Ist es nur noch einer? Ah, cool. Okay. Ich hab nichts gesagt, es ist nur noch einer. Ich mach den jetzt mit Nahkampf. Pfeile machen ja nur 5 Schaden. Ey, Mann, ich hasse dieses Game. Ich stelle den Schwierigkeitsgrad nachher für die nächste Folge auf ein. Ey, ich mache wirklich mehr Schaden mit meinem Schlag. Ich bin halt genau in dem Moment weg. Ist kein Problem. Dann nimm mir halt meine Munition weg. Schön, dass das mir kaum Schaden... Hallo! Ja, ich weiß, dass die Folge fast 40 Minuten geht. Aber wenn dieser Mülleimer hier nicht kaputt geht... Weißt du, wer erweckt denn auch einen Mülleimer zum Leben? Ich Viech. Wo... Ey! Was ist denn hier noch? Du blöder Willi. Ey, ich töte dich. Du bist der dümmste Mensch der Welt da oben. Wo ist der Letzte? Jupp, du hässliches. Du bist kein Mensch. Ich habe keine Ahnung, was du bist. Mich an. Jo, ich sehe, ich krieg den doch dahin. Ach komm, ist mir egal. Wenn der mich da von da hinten hier trifft, ist das auch kompletter Betrug. Aber hier gibt's wenigstens Loot. Ist Olin tot? Fände ich super. Nee, der steht da hinten. Meine Güte, ey. Das bisher, also... Die Folge hat toll angefangen und jetzt ist sie einfach nur noch nervig. Nicht mal mehr irgendwie schwer oder so. Ist einfach unfair. Lauf weiter. Ich drücke W. Jede Taste nimmt es an, aber wenig. Olin, du Blödmann. Du bist so sass. Immerhin mal habe ich ihm Schaden gemacht. Ich will jetzt hier meinen ganzen Loot haben. Für jedes einzelne blöde Tier, was ich hier getroffen habe. Ich habe dafür jahrelang gekämpft. Gibt es dafür ein Achievement? Oh. Jetzt sag nicht, dass man damit hätte die Menschen. Das jetzt nicht. Wir haben ein altes Gefäß gefunden für den. Konzentration. Ist doch. Ey. Ich heul gleich. Olin, ich hasse versprochen. Ich sage dir alles.
Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren, wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Ich sag's euch, das ist irgend so ein Hans, den ihr über das Ding hören könnt. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades, so nennen sie Hades, ihn. Hades, ja, klar. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl, ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme... Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Das ist eine KI. Ich sag's euch, das ist einfach eine KI. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ja, bitte. Ich dachte, sie wollten die Teile. Doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Hades ist sowas von eine KI. Gegen solche Hades ist sowas von eine KI. Gibt es andere? Komplette Welt zerstören will. Die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Ja, klar. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eclipse? Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht, aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Boah, kenn ich. Wäre so nennt man mich auch immer. Gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Ganz ehrlich. Ja, seine. Also, er arbeitet mit den Mördern zusammen. Aber. Es geht um seine Fam und. Es ist kompliziert. Während ich dich verfolgt habe, dachte ich, diese Entscheidung wäre leicht. Sie ist es nicht. Sie hatten dich dabei in der Hand. Vielleicht bist du kein böser Mensch. Sag ich doch, genau das sag ich. Das stimmt. Kraft gefunden habe ich immer nur durch meine Familie. Für die Familie? Du verdienst den Tod. Und doch. Ich weiß, was ich verdiene, Aloy. Zögere nicht. Oh mein, nicht dein Ernst. Und wisst ihr was, ich bin jetzt so böse und die Entscheidung, ob wir ihn leben lassen oder töten, weiß ich nicht,
schiebe ich auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand den Schluss der Folge nicht so toll, aber ist objektiv. Zeigt es mit einer positiven Wertung und sonst nicht. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.